geladen habe. Ja. Da ist Kaffee drin. Kaffee. Ja, Kaffee. Ich kann das nicht aufmachen, weil sonst die Aromastoffe weggehen. Das ist alles unter Vakuum verschlossen. Also ich verstehe gar nicht, wie Sie sich das hier vorstellen. Haben Sie schon mal eine Kaffeeproduktion gemacht? Dieser Kaffee, der Criollo, das ist ein sehr empfindlicher Kaffee. Der hat 10 Längsfurchen und den muss man ganz behutsam nehmen. Und um die Röstaromen wirklich rauszukriegen, muss der erst gewalzen werden. Dann zeigen Sie uns bitte nochmal den Lieferschein, den offiziellen Auftrag, diesen Kaffee von A nach B zu transportieren. Darüber hinaus sind Sie dann auch auf der falschen Strecke, ne? Da sind Sie eben falsch abgebogen, oder? Ich bin falsch abgerungen. Schauen Sie, ich bin von Altes hergekommen. Ich blieb hier noch nicht so lange. Es kann sein, dass ich mich verfahren habe. Was ist denn nun mit dem Lieferschein und den Fahrzeugpapieren und dem Auftragsnummer und sowas? Die ganze Geschichte halt. Die muss ja irgendwo bestehen, dass Sie offiziell Kaffee transportieren. Eine Frage an die zwei Herren da drüben. Bin ich jetzt hier fertig oder muss ich hier noch weiter rumsitzen? Weil Sie haben in meinem Fahrzeug geguckt. Ah, okay. Nee, ich habe ja nur... Also mein Auftragsschein. Komm mal kurz rüber. Ja, und Auftragsnummer und die ganze... Ich habe ja nur in den Metallschrank geguckt, der unten dran hängt. Ich habe noch nicht Ihre Ladung überprüft. Das werden wir jetzt gleich noch machen. Ich hatte Ihnen doch den Schlüssel gegeben und ich hatte Ihnen doch gerade schon ein Angebot gemacht, wo Sie ja nicht mal drauf eingegangen sind. Ich hätte gesagt, wir setzen uns jetzt mal hier hin und trinken mal ein schönes Fläschchen aus meinem privaten Keller. Sie können ja gerne den Chef anrufen. Ja, aber das darf ich im Dienst nicht, Herr Cheffi. Aber danke für das Angebot. Von der Firma. Ja, ich kann Ihnen ja ein Fläschchen mitgeben für unterwegs. Alter. Also für den Feierabend. Hallo. Nee, auch dann werde ich nichts trinken, Herr Cheffi. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Er wird ganz schnell behauptet, dann der Polizist wäre alkoholisiert zum Dienst gekommen und sowas. Und ganz schnell ein Disziplinarverfahren am Start. Da will ich lieber nichts eingehen. Aber danke schön für das Angebot. Jo, bitte. Das wird, auf das Ticket für illegale Waffe auf jeden Fall einwirken. Wir haben hier gerade Cops an den Eiern. Oh. Wir werden gerade kontrolliert. Würde ich alle gerne sehen. Per E-Mail. Das kann alles gefälscht sein. Ja, Sie könnten auch keine Cops sein. Und wo? Warum? Ja, weil wir gerade Rumtour machen und spawn mal um Reh, bitte. Meine Waffe haben sie schon abgenommen. Wo soll ich spawnen? Omere. Jo. Ja, und ich bin Kaffeehändler, wir haben ein Kaffeeauto. Und wenn's geht, komm mal mit einem kleinen zivilen Fahrzeug. Deck mal deine Waffe in den Rucksack und komm als Auftraggeber von Herrn Knecht Ruprecht und bring mal die Papiere für seinen Kaffee mit. Okay, passen Sie auf, ich habe jetzt gerade. Die Papiere für seinen Kaffee. Ja, bring, mach's einfach. SMS an meinen Auftraggeber geschickt, er wird jetzt gleich herkommen und das Ganze bestätigen. Ich brauche aber noch ein paar Minuten, Chevy. Er kommt gleich her und bestätigt Ihnen das. Er bringt alle Papiere mit. Okay. Ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Das ist für mich hier eine ganz lächerliche Aktion. So, und jetzt warten wir, bis er hier ist und dann können Sie die Papiere kontrollieren. Dann sehen Sie, dass das alles ist. Wir warten und nicht, das entscheiden wir. Ganz kurz, ich möchte eingrätschen. Da ist schon mehrfach vorgekommen, dass Polizisten von Ihrer Gang, wie ich es an Ihrem Tattoo sehe, hinterlistig ermordet wurden. Werden wir das nicht eingehen. Entweder Sie haben die Papiere dabei oder nicht. Wenn nicht, dann kontrollieren wir sie jetzt. Also, wie gesagt, haben Sie die Papiere jetzt dabei? Nein, dann nehmen wir sie fest und kontrollieren alles. Was ist denn das hier? Leute, hallo. Ganz kurz, ich muss mal. Bloß weil jemand ein Gangmitglied ist, wird er. Wir haben die Papiere nicht dabei, dann gehe ich jetzt hinter Ihnen. Ganz kurz, warten Sie. Hallo, ganz kurz, darf ich mal. Ich will das jetzt nicht kaputt machen, aber. Ach, komm, ist egal. Scheiß Leute, ohne Witz, das ist echt ein beschissenes Leute. Das ist hier nur eine Tour, das ist richtig bekackt. Der Kaffeeauftraggeber kommt und ihr werdet nicht hinterrücks erschossen. Also. Sagen können, hier, das ist so und so, die Auftragsnummer hier, Pipapo ist alles offiziell für Krankenhaus Kavala oder sowas, irgendwas in der Art. Hätten wir euch ziehen lassen. Ich habe doch gerade gesagt, dass er vorbeikommt, der Auftraggeber, und alles mitbringt. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt hier. Sorry, okay. Das Ding ist, jedes Mal, wenn gesagt wird, jemand kommt von euch noch, dann landet es immer darin, dass die Polizisten erschossen werden. Nein, das wäre jetzt definitiv nicht passiert, aber okay, dann zieht euer Ding jetzt durch. Roleplay zu machen und macht euren Quatsch hier durch. Ich versuche echt ein Roleplay mit einer Familiengeschichte und ihr habt immer nur diese eine Schiene und okay.
Macht es, bitte nehmt mir die Waffe weg, durchsucht alles, okay, ich weiß Bescheid. Wir nehmen die Waffe ja nicht weg. Ja, macht was ihr wollt, okay. Ich hab's versucht, gutes Roleplay zu machen, aber ihr macht nur diese eine Schiene. Ja, wir doch nicht. Nein, du ja, kommst jetzt nicht. Ist das gleiche wie mit euren Kollegen von FFA? Ihr seid erst neu dabei bei FFA anscheinend. Aber bei FFA okay. ist es immer, ja, Polizisten kaputt schießen und das war's. Also von daher, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr mit diesen Gang-Tattoos dann halt eben auch so behandelt werden. Von ja, okay, dann behandelt uns richtig. Hier haben sie die. Können sie alles beschlagnahmen jetzt. Könnt ihr alles machen. Ich bin absoluter Roleplay-Spieler und das steht bei mir immer an erster Stelle, aber ihr pauschalisiert. Einer hat das und das und schon ist er gleich gebrandmarkt und das finde ich ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Nein, das, ja, das nee, Problem na klar, du kommst hierher, nehmen wir zu, du kommst hierher, sagst FFA und die machen immer das und das. Das ist absolut eine Pauschalisierung und so habe ich auch nicht so Bock mehr, mich irgendwie so richtig ins Roleplay reinzubegeben. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich. Denkst du, wir haben da noch Bock? Also ganz ehrlich, ich bin die letzten zwei Wochen jeden Tag auf dem Server gewesen. Ja, okay, können wir es jetzt einfach hier quitten und dann durchsucht ein LKW und gut ist. Ich weiß Bescheid, danke. Nee, wir lassen dich jetzt gehen, aber weil wir auch nicht wollen, dass du natürlich jetzt angepisst bist, aber wir wollen auch, dass ihr unseren Standpunkt versteht. Wie gesagt, ihr seid ja neu bei FFA und ich kann die Aufnahmen der letzten zwei Wochen zeigen, wo es halt immer darauf hinauslief, dass in FFA beteiligt war, immer die Polizisten ermordet worden. Stopp mal, gibt's das Spiel nicht erst seit vier Tagen? Wir sind auch für gutes Roleplay, ja? Nee, das gibt's schon länger. Wir sind gerne auch im Check. Was, Arme? Durch, selbst wenn wir wissen, nein, nein. Warte mal. Aber es geht uns darum, dass es nicht geht, dass FFA immer ankommt und immer die Polizisten ermordet. Das kann gut sein, dass ihr nicht solche seid. Ist ja auch dahingestellt, aber ich sag mal so, es gibt fünf Personen bei FFA, deren Namen wir auch kennen und die es immer machen. Also da könnt ihr mir auch nicht sagen, das pauschalisieren wir oder sowas. Das wer ist das denn? Die machen es einfach immer. Wer ist das? Aber die TZ Maul, Miller, wer war's noch, Mugambe und noch einer was gewesen. Und in welchen Sachen töten die die immer, weil die Rebellen sind oder wie? Ja, es ist ja immer das Gleiche, entweder mit Checkpoint, dann eine Geiselnahme und immer werden die Polizisten umgebracht. Das ist ja auch so, wenn Polizisten in der Unterzahl sind, dann ist es immer so, dass FFA bzw. Die fünf Leute immer irgendwas versuchen, um die Polizisten zu ermorden. Dass sie die auch suchen und sowas gezielt. Okay. Gestern hat es mir auch gesehen. Gestern sind sie ja dann offline gegangen, weil zu viele Polizisten waren. Okay, pass auf, ich kann deinen Standpunkt verstehen, aber ich sag dir, dass ich in erster Linie ein Roleplay-Spieler bin. Und wenn es natürlich hart auf hart kommt, dann ist es natürlich auch eine Option, jemanden umzubringen, keine Frage. Aber für mich ist immer Info, erst für mich ist, wie viele Bullen sind bei euch? Zwei, aber bitte mach jetzt nichts gegen die Bullen. Das wollen wir auch gerne machen. Das stehen wir nicht. Ist denn in Fury und Fimmel oder was? Naja, aber mach jetzt. Nee, B. Hunter und Travis Fimmel. Kannst du mir da kurz immer ein kleines Roleplay, Roleplay-Einstieg geben? Ich weiß ja gar nicht, worum es überhaupt geht. Nee, lass, es ist fertig. Die haben es eh gerade kaputt gemacht. Ist ich gut. Kann euren Standpunkt absolut stehen und ich war selbst Cop früher auf Altis, auf dem HL-Server hier. Und ich weiß, wie nervig das ist, wenn man da hingeht, eine Roleplay-Sache kommt und irgendjemand schießt einfach ohne Grund. Da ist man angepisst, das verstehe ich absolut. Aber ich kannst du mir einen Umirre spawnen? Nö, kannst woanders spawnen. Ich hab noch nicht mal so eine Geschichte in petto, ich hab mir das gerade angeguckt. Der soll jetzt hier meinen Scheiß beschlagnahmen, weil ich hab jetzt keinen Bock mehr hier rumzustehen, blöd. Ihr könnt gerne jetzt hier meinen Rucksack durchsuchen, ist okay. Nein, es ist okay, wir wollen euch auch nicht den Spaß nehmen. Ja, die Herren, können Sie mal kurz bitte herkommen an diesen LKW, durchsuchen Sie den bitte mal, das geht schon in Ordnung. Nee, doch, nein, doch, nein, ist okay, das, nein, ist... Ja, aber es ist doch jetzt eh schon kaputt. Es ist eh kaputt. Ja, nee, das könnt ihr jetzt trotzdem weiterfahren. Das ist für uns jetzt okay. Wir werden uns eure Namen merken, dass ihr halt eben nicht diejenigen seid, die dann immer gerne, ich sag mal, schießen wollen und sowas. Und dann ist es auch gut. Aber wie gesagt, es ist halt für uns halt eben auch eine schwierige Sache, immer mit FFA ins Roleplay zu kommen. Zumal dann auch irgendwie dann Handys ja weggeschmissen werden, um keinen Kontakt mit der Polizei zu haben und sowas. Also, wenn ich jetzt mal ganz kurz zur Situation was Auflösendes beitragen könnte. Wie ihr gesehen habt, hat sich klar ein FFA-Mitglied verbunden. Er wäre jetzt definitiv nicht mit gezogener Waffe hergekommen, sondern in einem Fahrzeug, um die Papiere vorbeizubringen. Und es wäre hier auch keiner gestorben. Und das hat es gerade leider echt ein bisschen kaputt gemacht, da die Situation. Und wenn ihr drauf aus seid, die FFA hochzunehmen, zu ficken, dann macht's jetzt. Und ein kleiner Tipp noch, wenn ihr seht, dass die da sind und dann 5-6 Mann versucht, nicht zweimal anzuhalten in der Hoffnung, dass keine anderen da sind und dann noch wegtasern, dann ist klar, dass man auch stirbt. Und das ist eine Rebellengruppierung und Rebellen kämpfen in meinen Augen normalerweise immer gegen die
die Militärpolizei oder Polizei, weil gegen die eigene Bevölkerung wäre das ja ein bisschen doof. Ja, es heißt, er feiert für Altes und wir sind ja auf der Noah. So heißt nur die Gang. Ja. Okay, also festzuhalten ist, es gibt in der FFA durchaus Leute, die das Roleplay sehr ernst nehmen und es gibt sicherlich auch welche, die das nicht so ernst nehmen, sondern den Abzug sehr locker zu sitzen haben. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber ich kann versuchen, mit den Leuten irgendwie mal zu reden, dass das nicht immer sofort gleich in eine Schießerei endet, sondern dass man wirklich erst in erster Linie das Roleplay bis zum Optimo ausnutzt. Und dann ist es halt natürlich immer eine subjektive Sache, wie so eine Situation entsteht. Wenn jetzt zwei Cops drei FFA-Leute anhalten und dann gesagt wird, ey, irgendwie lasst uns lieber gehen, sonst sterbt ihr, weil ihr seid umzingelt, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Und wenn sich dann die Polizei natürlich weigert, nö, machen wir nicht, dann ist klar, dass da Schüsse fallen. Aber in so einer Situation hier ist es ja irgendwie nichts Aggressives. Und ich habe ja und auch Chefi versucht, irgendwie uns eine Geschichte zu überlegen und auch jetzt jemanden herkommen zu lassen, der sich als Roleplay-mäßig, als Kaffee-Chef sozusagen oder als Auftraggeber ausgibt. Also das wäre ja alles so cool gewesen. Ist einfach, ich kann euch verstehen, dass ihr angepisst seid. Ihr habt wahrscheinlich auch wenig Geld als Polizisten. Daran liegt es nicht. Wir wollen auch Spaß an Roleplay haben. Und wir begeistern uns auch für schöne Roleplay-Geschichten. Wir haben auch gerne Spaß. Es kann auch gerne was Lustiges sein. Nur halt eben, es kam halt in den letzten Tagen halt eben von FFA dahingehend nicht viel. Das kann ich halt nur sagen. Und ihr beiden seid ja jetzt nicht mit aufgefallen, weil ich euren Namen jetzt auch eigentlich gar nicht kannte unter FFA. Aber es ist halt eben, wenn man FFA sieht, dann heißt es immer direkt erst, wenn auch Vorgesetzte dabei sind, Abstand nehmen, die haben irgendwas vor. Also damit musst du halt eben FFA immer rechnen. Jedes Mal, wenn ein FFA-Typ auftaucht, heißt es immer dann auch von den Vorgesetzten, wir nehmen Abstand von FFA, die haben immer irgendwas vor gegen die Polizei. Und wenn das sich durch die ganze Polizei schon gesprochen hat, dann ist doch klar, dass irgendwas schief läuft, oder? Kann ich verstehen. Das ist halt auch immer eine situative Sache, was gerade vorgefallen ist. Also in so einer Situation ist ja, habe ich jetzt auch keinen Grund zu schießen. Aber wenn es jetzt um irgendwie geht, dass ihr, weiß ich nicht, ja, jemanden festgenommen habt, oder was? Oder so, oder irgendwie ins Nee, Gefühl, Richtung Georgetown sind die gekommen. Aber bleib mal bitte jetzt noch weg. Aber sowas hier ist jetzt für mich nichts Aggressives oder Bedrohendes. Also. Aber okay, also wir können uns jetzt darauf einigen, weil der Server restartet auch und ich würde gerne noch ein bisschen weiterfahren, dass jetzt irgendwie entweder fahren wir jetzt weiter oder wir durchsuchen den LKW, aber wir müssen jetzt irgendwie vorankommen. Ich kann euch halt nur sagen, dass ich Roleplay mache und Chefi auch und ein paar andere auch und die anderen werde ich versuchen, dass wir das... Ich gebe ihm mal ein paar Flaschen mit für die nächste Weihnachtsfeier da bei Ihnen im Revier. Wollte ich gerade sagen. Ich will eine Flasche haben, dann geht's weiter. Und... Da würde ich euch noch Dankeschön. Kurz bitten, wenn ihr das nächste Mal irgendwie kontrolliert werdet oder so, dann sagt doch einfach, denkt euch irgendeine Geschichte rundherum, was ihr geladen habt, aus. Und nicht verweigert es nicht. Das er hat sich das doch die Geschichte ausgedacht. So. Ja, aber er hat es ja im Prinzip verweigert. Ja, aber er hat es begründet. Er hat es aber begründet. Das kannst du ihm jetzt nicht als Fehler vorlegen. Er hat es begründet. Mit Familie, als auch Situation, mit Krankheiten, mit Kindern, mit Hunden, mit keine Ahnung was, alles begründet. Also eine Geschichte war schon dahinter, auch wenn sie sehr spontan war. Ich gebe zu, wir haben uns das vorher nicht überlegt, also drüber nachgedacht, was ist, wenn wir angehalten werden. Aber ich bin in der Hinsicht eigentlich ein relativ spontaner Mensch. Ich kann mir immer ganz gut eigentlich Geschichten ausdenken. Nee, wir wollen uns auch nochmal entschuldigen, dass natürlich jetzt auch von mir ein aggressives Auftreten war, aber wie gesagt, ich habe es ja gerade eben erklärt, warum das mit FFA immer ein bisschen schwierig ist, aber wir wollen euch dann nicht weiter aufhalten, jetzt, Standpunkt. Damit ihr eure Tour in Ruhe machen könnt und dann würde ich sagen, könnt ihr weiterfahren. Und viel Spaß bei der nächsten Feier im Polizeirevier. Lassen Sie sich schmecken. Dankeschön, die werden wir haben. Dankeschön. Jo, tschüss. Schönen Tag noch. Tschö.